Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem gescheiterten Drohnenprojekt Eurohawk verlangt die Opposition Aufklärung von Verteidigungsminister de Maizière. Er hatte das Projekt in der vorigen Woche gestoppt. Medienberichten zufolge war aber schon lange vorher klar, dass die Drohne in Europa nicht zugelassen werden kann, weil sie keinen automatischen Schutz vor Kollisionen hat. De Maizière will sich dazu erst Anfang Juni äußern. Abgestürzt. Der Eurohawk sollte aus großer Höhe sensible Daten sammeln. Stattdessen wurde er zum Desaster für die Bundeswehr. Über eine halbe Milliarde verpufften, bevor das Projekt gestoppt wurde. Mehr noch. Interne Unterlagen belegen, wie das Verteidigungsministerium Probleme offenbar sogar vor dem Bundesrechnungshof zu vertuschen suchte. Im Juni 2012 schlugen die Finanzprüfer Alarm. Zitat: Es wurden uns wiederholt Unterlagen vorenthalten. Das Bundesverteidigungsministerium vertrat dabei im Kern die Auffassung, es stehe ihm zu, eigene Erwägungen zur Qualität und Relevanz der angeforderten Unterlagen anzustellen und sie dem Bundesrechnungshof ganz oder teilweise zu verweigern. Die Opposition will jetzt wissen: Wer hat ganz persönlich die Entscheidung getroffen, dem Bundesrechnungshof nicht die notwendigen Unterlagen zu geben? Das muss Herr de Maizière nun dem Parlament erklären, und zwar schnell. Sogar der Koalitionspartner stellt klar: Wir waren der Auffassung, dass der Bundesverteidigungsminister gegenüber dem Rechnungshof alle Auskünfte geben muss und nicht irgendwelche Zeilen schwärzen darf. Daraufhin wurde im Februar 2013 vereinbart, alles muss auf den Tisch. Doch, wie der Bundesrechnungshof heute gegenüber der ARD bestätigt, sind trotz mehrmaliger Aufforderungen nicht alle bzw. nur geschwärzte Unterlagen vorgelegt worden. Damit nicht genug. Die Bundesregierung hat sich 2009 an einem weiteren NATO-Drohnenprojekt beteiligt, dem Global Hawk. Kosten laut interner Verschlusssache 483 Millionen Euro bislang. Jetzt stellen sich weitere Fragen. Wenn der deutsche Eurohawk nicht fliegt, dann ist ja die Frage, ob das, was die NATO jetzt anschafft, der Global Hawk für ein gemeinsames NATO-Aufklärungssystem, denn in Europa zertifiziert werden kann, ob dieses Flugzeug sicher ist. Der Verteidigungsminister wollte sich gegenüber der ARD nicht äußern. Thomas de Maizière gerät wegen der Drohnenaffäre zunehmend unter Druck. Unklar ist, warum er trotz erkennbarer massiver Probleme das Projekt nicht früher stoppte. Anfang Juni soll er nun dem Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen. Die internationalen Friedensbemühungen um das Bürgerkriegsland Syrien haben einen Rückschlag erlitten. Präsident Assad räumt der von Russland und den USA geplanten Konferenz keine Chancen ein. Er lehne einen Dialog mit Terroristen ab, sagte er argentinischen Medien. Friedensgespräche hätten ohnehin keinen Sinn, weil die Opposition zu zersplittert sei. Assad schloss einen Rücktritt erneut aus. Er zeigt sich nicht mehr häufig in der Öffentlichkeit, Bashar al-Assad, aber wenn, dann zeigt er sich entschlossen. Entschlossen, nicht verhandeln zu wollen und schon gar nicht zurückzutreten. Das sagt er jetzt der argentinischen Zeitung Clarín. Das Land stecke in einer Krise, aber wenn das Schiff in einen Sturm gerate, dann würde der Kapitän nicht fliehen. Damit erteilt Assad den Bemühungen um eine Verhandlungslösung erneut eine Absage. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hatte sich am vergangenen Mittwoch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen John Kerry noch einmal auf eine internationale Syrien-Konferenz Anfang Juni verständigt. Sie nährten die Hoffnung auf Frieden in Syrien. Es gab eigentlich nicht so viele internationale und schon gar nicht viele ernsthafte internationale Versuche, Frieden in die Region zu bringen. Es gibt einen Sonderbeauftragten der UNO und der Arabischen Liga, derzeit Lakhdar Brahimi, der aber sich häufig beschwert hat, dass er ziemlich alleine steht, dass er zum Beispiel vom UNO-Sicherheitsrat angesichts der Blockade im Sicherheitsrat nicht unterstützt wird. Auch eine innersyrische Oppositionsgruppe bekräftigte heute in Damaskus ihren Willen zu einer friedlichen Lösung. Doch Ersatzgegner sind tief zerstritten und der Bürgerkrieg tobt immer unerbittlicher. Nach Agenturmeldungen starben bei einem Angriff der Regierungstruppen auf die Rebellenhochburg Qusair nahe der libanesischen Grenze mehr als 30 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Qusair ist von strategischer Bedeutung, weil es Damaskus mit der Küste verbindet. Und Assads Armee muss ihre Kräfte offenbar konzentrieren. Das ist im Wesentlichen die Achse von der Hauptstadt Damaskus bis zum Küstengebirge und zur Küste am Mittelmeer. Dort konzentriert er seine Panzer, dort konzentriert er
die ihm verbleibenden Teile seiner Armee und seiner Anhänger und die restlichen 2/3 des Landes hat er bereits aufgegeben. Das Morden geht weiter. Heute meldet das staatliche Fernsehen ein Autobombenattentat in Damaskus. Gleichzeitig bombardiert das Regime die eigene Bevölkerung. Mindestens 80.000 Syrer sind im Bürgerkrieg nach UN-Angaben bisher zum Opfer gefallen. Deutschland und Algerien haben der geplanten Syrien-Konferenz ihre volle Unterstützung zugesagt. Beim Besuch von Außenminister Westerwelle in Algier stand heute der Kampf gegen den Terror im Vordergrund. Dabei wies er der algerischen Regierung, die seit Jahren rigoros gegen islamistische Terroristen vorgeht, eine wichtige Rolle zu. In dem größten Land des Kontinents war es 2011, anders als in anderen nordafrikanischen Staaten, nur zu vereinzelten Protesten gekommen. Präsident Bouteflika gab damals der Hauptforderung der Demonstranten nach und hob den Ausnahmezustand nach 19 Jahren auf. Für den algerischen Ministerpräsidenten Sirlal hätte es kaum besser laufen können. Als er den deutschen Gast begrüßte, hatte der schon alle öffentlichen Termine absolviert, ohne mit einem Wort die Menschenrechtslage in Algerien zu kritisieren. Stattdessen hatte Westerwelle das Regime für seinen Reformwillen gelobt und war fast schon in Schwärmen geraten beim Blick in die Zukunft. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon einmal ein so positives Momentum in der Beziehung unserer Länder gehabt haben, und das wollen wir jetzt auch nutzen. Vor allem bei der Förderung der Solarenergie will Westerwelle mit dem Wüstenstaat zusammenarbeiten. Und auch den Ausbau der algerischen Infrastruktur will Deutschland nicht den Chinesen überlassen. Doch spätestens durch den Konflikt im Nachbarland Mali und durch die blutige Geiselnahme in einer algerischen Erdgasanlage ist der Kampf gegen islamistischen Terror ins Zentrum der Zusammenarbeit gerückt. Die Terrorismusbekämpfung ist ein Schwerpunkt unserer bilateralen Beziehungen. Sie geschieht auf direkte Anweisung von Bundeskanzlerin Merkel und unserem Präsidenten auf höchster Regierungsebene, und sie hat schon viele konkrete Ergebnisse gebracht. Brisant sind aber vor allem auch deutsche Rüstungslieferungen an das Regime. So ist der Panzer vom Typ Fuchs ausdrücklich auch für die Bekämpfung von Aufständen geeignet. Der deutsche Außenminister verteidigt diese Politik. Algerien ist ganz zweifelsohne ein wichtiges Partnerland im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Denn gerade im Süden Algeriens gibt es Entwicklungen, die uns auch in Europa erheblich gefährden können. Der arabische Frühling hat in Algerien nie stattgefunden. Doch bei seinem Besuch in Algier sucht der deutsche Außenminister demonstrativ den Schulterschluss mit dem autoritären Regime. Nicht mehr Demokratie und Menschenrechte bestimmen die Tagesordnung, sondern die Sorge vor noch mehr Instabilität in der arabischen Welt. Das Nachbarland Tunesien war heute Schauplatz gewalttätiger Demonstranten von radikalen Islamisten. Dabei wurde ein Mensch getötet, es gab mehrere Verletzte. Der Protest richtete sich gegen das Verbot eines Kongresses der radikalen Salafistenbewegung Ansar al-Sharia. Als die Menge in einem Vorort von Tunis Straßenblockaden errichtete und Molotow-Cocktails warf, schritten Polizei und Militär ein. Sie feuerten Warnschüsse ab und setzten Tränengas ein. Das Treffen der Gruppe war aus Sicherheitsgründen verboten worden. In Pakistan ist eine führende Oppositionspolitikerin erschossen worden. Es ist der jüngste blutige Vorfall im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen in dem Land. Sara Shahid Hussain, auf diesem Bild in der Mitte, gehörte zur zweitstärksten Oppositionspartei PTI. Diese beschuldigt eine andere Partei des Attentats gestern Abend. Heute wurden in mehr als 40 Wahllokalen Karachis Nachabstimmungen abgehalten. Der Grund? Manipulationsvorwürfe und Unregelmäßigkeiten. Einen ausführlichen Korrespondentenbericht zur Lage in Pakistan finden Sie auf unserer Internetseite tagesschau.de. Bundesbankpräsident Weidmann hat Frankreich ermahnt, sein Defizit schneller abzubauen. Als Schwergewicht im Euroraum habe Frankreich eine besondere Verantwortung dafür, dass die Regeln ernst genommen würden, sagte er der Bild am Sonntag. Er halte es für bedenklich, dass die EU-Kommission dem Land 2 Jahre mehr Zeit gegeben habe, das Defizit wieder unter 3% zu bringen. Von heute an haben ledige Väter mehr Rechte. Sie können das gemeinsame Sorgerecht nun auch gegen den Willen der Mutter beantragen. Es darf nur noch abgelehnt werden, wenn schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. Entscheidend ist dabei das Wohl des Kindes. Mit dieser Neuregelung wurden Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt. Seit 6 Jahren ist Benedikt Schimmelpfennig Vater. Seit 4 Jahren leben er und die Mutter getrennt. Sorgerecht für die Tochter hat er nicht, denn weil das Paar nicht verheiratet war, hätte die Mutter dem zustimmen müssen, was sie nicht wollte. Durch das neue Gesetz hofft er nun, künftig mitentscheiden zu können bei Fragen wie Wohnort oder Schulwahl.
Ich möchte an dem Leben meiner Tochter teilhaben und meine Tochter möchte an meinem Leben teilhaben. Ich bin ihr leiblicher Vater und ein fester Bestandteil der Familie eigentlich. Ledige Väter können das gemeinsame Sorgerecht nun einseitig beantragen. Die Mutter kann Widerspruch einlegen, der aber nur dann Erfolg hat, wenn das Gericht das Wohl des Kindes gefährdet sieht. Ein Segen für die Kinder, sagen Befürworter. Noch mehr Streit befürchten Kritiker. Familientherapeutin Barbara Frahm begrüßt das neue Gesetz. In den meisten Fällen sei es für die Kinder gut, zwei Sorgeberechtigte zu haben. Aber sie kennt aus der Beratung auch viele Eltern, die sich über Alltagsfragen zerstreiten. Der Elternteil, wo das Kind hauptsächlich lebt, ist ständig aufgefordert, eben auch den anderen Elternteil zu kontakten. Und wenn die sich nicht grün sind, dann ist es schwer. Für die Familiengerichte bedeutet das künftig wohl mehr Arbeit. Auch Benedikt Schimmelpfennig rechnet nicht mit einer gütlichen Einigung. Der Kanzlerkandidat der SPD, Steinbrück, hat Schwerpunkte der Sozialpolitik abgesteckt. Der Bild am Sonntag sagte er, falls die SPD an die Regierung komme, wolle er als erstes das Betreuungsgeld abschaffen. Es steht von August an Eltern zu, die ihre kleinen Kinder nicht in eine staatlich geförderte Kita geben. Außerdem nannte Steinbrück als Gesetzesvorhaben einen allgemeinen Mindestlohn und die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Christen in aller Welt feiern heute das Pfingstfest. Auf dem Petersplatz in Rom haben etwa 200.000 Menschen die Pfingstmesse besucht. Papst Franziskus rief in seiner Predigt die katholische Kirche zu Einheit und Harmonie auf. Nach der Apostelgeschichte ging 50 Tage nach Ostern der Heilige Geist auf die Jünger nieder und sie erkannten den Auftrag von Christus, das Evangelium zu verbreiten. Karneval der Kulturen im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Hunderttausende Besucher lauschten Samba-Klängen sowie anderen Rhythmen und bestaunten das Spektakel vom Straßenrand aus. Die paradeerprobten Berliner sahen dabei Getier, das sonst eher selten in ihren Straßen auftaucht. Den multikulturellen Karneval gibt es seit Mitte der 90er Jahre in der Hauptstadt. Dänemark hat den Eurovision Song Contest 2013 gewonnen. Die Sängerin Emily De Forest setzte sich im Finale in Malmö mit ihrem Lied Only Teardrops durch. Damit wird Dänemark im kommenden Jahr Gastgeber des Musikwettbewerbs. Die Deutsche Nathalie Horler landete mit ihrer Band Cascada auf Platz 21 von 26 Teilnehmern. Sie kann es nicht fassen, dass sie den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Emily De Forest, die mit ihrem Ethno-Pop-Song Only Teardrops für Dänemark angetreten war. Als Favoritin war die 20-Jährige schon seit Wochen gehandelt worden. Praktisch von Anfang an lag sie bei der Auszählung vorne, erreichte schließlich 281 Punkte. Ich bin fast gestorben. Die Auszählung war so aufregend, für mich war es überraschend und ein Schock gleichermaßen, dass wir gewonnen haben. Für Cascada aus Deutschland endet der ESC in Malmö mit einer Enttäuschung. Der Auftritt geglückt, das Publikum tobt, dennoch reicht es für Nathalie Horler und ihre Band nur zu Platz 21. Dabei gewesen zu sein, bereut die Sängerin allerdings nicht. Das war eine unfassbare Erfahrung. Das habe ich auch in jeder Pressekonferenz gesagt. Das werde ich für immer im Herzen tragen, diese Woche. Und das wird mir auch keiner nehmen, auch nicht irgendwie eine blöde Platzierung. Seit 5 Jahren hat kein deutsches Lied mehr so schlecht abgeschnitten. Da suchen die Verantwortlichen ein wenig ratlos nach Gründen, die mit dem Musikwettbewerb unmittelbar nichts zu tun haben. Es gibt sicherlich auch eine politische Lage. Ich will nicht sagen 18 Punkte für Angela Merkel, aber man muss eben auch sehen, da stand nicht nur Cascada auf der Bühne, da stand auch Deutschland auf der Bühne. Im nächsten Jahr wird der Eurovision Song Contest also wieder in Skandinavien stattfinden, dann in Dänemark auf der anderen Seite des Öresunds. Wo genau, wollen die Veranstalter in den nächsten 2 Monaten entscheiden. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben erstmals den DFB-Pokal geholt. Sie gewannen das Endspiel in Köln gegen Turbine Potsdam mit 3:2 und machten damit das Double aus Meisterschaft und Pokal perfekt. Spielführerin Nadine Kessler durfte den Pokal zuerst herzen, dann feierte die Mannschaft mit. Wolfsburg raffiniert, Conny Polos, Vorarbeit, Abschluss Martina Müller. Kurz vor der Pause das 1:0 und gleich danach müllerte es gleich noch einmal zum 2:0. Als nach 55 Minuten Conny Polos auf 3:0 erhöhte, schien es fast so, als sollte das Team von Trainer Kellermann die Potsdamerinnen verschlingen. Doch es wurde ein Nervenpokalfinale. 3:1 durch die eingewechselte Lisa Evans. Wenig später
Yuki Ogimi per Elfmeter, der Anschluss. Wolfsburg zitterte. Mein altes Herz hätte es fast nicht mehr mitgemacht. Und ich bin so froh, dass da so ein Fußballgott gibt und der uns den Titel doch noch gegeben hat. Am Ende das leistungsgerechte 3:2 für Wolfsburg. Meisterschaft und Pokal geholt. Jetzt wartet nur noch das Champions League-Finale. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstmontag, den 20. Mai. Ein Tief über Deutschland bringt morgen auch der Osthälfte kühlere Luft. Im Westen sorgt es für andauernden und ergiebigen Regen. In der Nacht ist es im Norden und Süden größtenteils trocken. Dazwischen gibt es zum Teil kräftige, anfangs auch noch gewittrige Regenfälle, die sich nach Westen verlagern. Dort dauern sie morgen noch längere Zeit an. Deshalb muss mit erheblichen Regenmengen gerechnet werden. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Sonne zeigt sich am häufigsten im Osten. In der Südosthälfte mäßiger bis frischer, sonst schwacher Wind. Bei Schauern und auf den Bergen zum Teil stürmische Böen. In der Nacht Tiefstwerte an der Oder 13, an den Alpen 4 Grad. Morgen bei Dauerregen zum Teil nur 10, im Norden bis zu 21 Grad. Am Dienstag viele Wolken und gebietsweise Regen, vereinzelt auch Gewitter. Im Nordosten und Osten neben örtlichen Schauern auch Sonne. Am Mittwoch in der Nordwesthälfte Auflockerungen, sonst wie auch am Donnerstag unbeständig mit vielen Wolken und gebietsweise Schauern. Tom Buro meldet sich um 23.15 Uhr wieder mit folgenden Tagesthemen. Bürgerkrieg in Syrien, das Leid der Flüchtlingsfrauen und weniger Termine, mehr Topen. Wie Kinder Lust an Bewegung bekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.